Hallo, herzlich willkommen von zu Hause, vom Laptop, vom Handy, vom Tablet. Mein Name ist Philipp. Ich bin einer der Notfallsanitäter hier im Kreisverband DRK Berlin Zentrum und ich habe das Vergnügen, heute Abend mit euch eine Zeit lang über die Behandlung und das Management von kritischen Blutungen zu sprechen. Ihr kennt das Thema, ihr kennt unser Vorgehen. Sobald ihr Fragen haben solltet, schreibt sie einfach in die Kommentare, in den Live-Chat und wir versuchen zeitnah darauf einzugehen. Zumindest mein Anspruch. Denkt bitte daran, wir haben einen kurzen zeitlichen Versatz von etwa 30 Sekunden. Also eure Antwort kann einen kleinen Augenblick dauern. Zuallererst sollten wir uns fragen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, was ist für uns eigentlich eine kritische Blutung und ab wann sprechen wir eigentlich davon, dass eine Blutung, so wie sie ist, kritisch ist. Dazu der Punkt, ganz klar definiert, eine Blutung wird als kritisch angesehen, wird sie so bezeichnet, sobald sie für den Patienten vital bedrohlich ist. Also sobald für den Patienten aus dem Blutverlust eine vitale Gefährdung, eine Lebensgefahr besteht, sprechen wir von einer kritischen Blutung. Ab dann müssen wir auch überdenken, dass unser Management, wie wir es bisher gemacht haben, ein wenig angepasst werden muss. Dazu ganz kurz ein Ausflug in die Anatomie. Und zwar ist es so, dass das menschliche Blutvolumen in etwa 65 bis 70 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht beträgt. Das bedeutet für einen durchschnittlichen Erwachsenen etwa bei 75 Kilogramm schwer 4,8 bis 5,2 Liter Blut. Jeder von uns, der schon mal Blutspenden war, weiß, wie sich ein Verlust von etwa 500 Millilitern, also einem halben Liter, auf den eigenen Kreislauf auswirkt. Also wie schnell wird euch schwummrig, wie schnell bekommt ihr leichtes Schwindelgefühl, werdet ihr blass oder vielleicht ist der eine oder andere auch schon mal so ein bisschen synkopiert, ein bisschen präsynkopal geworden und hat vielleicht schon mal so das Schwarze vor den Augen und die Sternchen gesehen. Das geht relativ schnell. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass jemand, der etwa 5 Liter Blut hat, deutlich mehr verliert, also etwas über 1 Liter zum Beispiel, dann können wir uns schnell vorstellen, wie sich das auf den Kreislauf des Menschen auswirkt. Wir sprechen dann von einem lebensgefährlichen Problem. Wir haben bisher einen Untersuchungs- und einen Behandlungsalgorithmus. Jeder von euch sollte diesen kennen. Das ist unser ABCDE-Schema. Hier nochmal eingeblendet, ihr seht es. Wir beginnen mit A, das heißt, wir untersuchen den Patienten, wir sprechen ihn an, wir schauen uns den Atemweg an. Danach gehen wir über und checken die Belüftung der Lungen. Dieses hier mit B oder dem englischen Breathing übersetzt. Dann kommt der Punkt der Zirkulation. Das heißt, wir schauen uns die Kreislaufparameter des Patienten an, wir tasten den Puls, wir checken seine Rekapillarisierungszeit und wir schauen uns auch mal den Blutdruck an. Danach gehen wir gleich über zu den Disabilities oder den Defiziten in der Neurologie. So kann man sich das Ganze ein bisschen ins Deutsche übersetzen. Da schauen wir nach der Glasgow Coma Scale, nach der Wachheit des Patienten, schauen mal in die Pupillen und schauen auch auf den Blutzucker des Patienten. Zu guter Letzt Exposure, Environment oder auch die erweiterte Untersuchung. Hier ziehen wir den Patienten spätestens vollständig aus. Wir checken die Temperatur, wir schauen auf den Wärmeerhalt und kümmern uns um die Schmerzen des Patienten. All das ist bisher unser Standardvorgehen gewesen. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, dass wir uns in dem Bereich der kritischen Blutung befinden. Also müssen wir einen Punkt auf jeden Fall ergänzen. Und das ist in unserem Falle das kritische C. Das ist das kleine C oder auch das große X. Das wird dem vorangestellt, das ist ein bisschen neumodisch in Anführungsstrichen. Das kleine C wird vorangestellt für den Faktor Critical Bleeding. Das X steht für Extreme Bleeding. Auch das ist in einigen Kursformaten relativ weit verbreitet. Welchen ihr für euch wählt, welchen Buchstaben, ist euch selber überlassen. Es läuft auf selbe hinaus. Wir müssen uns vor Augen halten, dass der Patient einfach stark blutet. Das bedeutet, er verblutet unter Umständen, wenn wir nicht zeitnah Maßnahmen treffen. Es ist super, wenn wir alle unsere Maßnahmen gemacht haben, wenn wir den Atemweg gesichert haben, der Patient wird mit dem Beatmungsbeutel unter Umständen beatmet, bekommt Sauerstoff, die Lunge ist gut versorgt, aber er trotzdem in der Zeit verblutet. Denn je weniger rote Blutkörperchen da sind, die Sauerstoff transportieren können, desto schlechter steht es um den Patienten. Also müssen wir dafür sorgen, dass zuallererst diese roten Blutkörperchen im Patienten verbleiben und den Kreislauf weiterhin unterstützen können. Deswegen stellen wir dieses voran. Was können wir also machen, um dafür zu sorgen, dass diese Blutung von dem Patienten relativ schnell wieder steht oder dass wir die Blutung einfach in den Griff bekommen? Wir haben da ein paar Möglichkeiten, die wir anwenden können. Auf der einen Seite haben wir die neuen Dinge, das heißt die Dinge, die so ein bisschen neuer Stand der Technik sind, die neu auf dem Markt sind, die noch nicht unbedingt wirklich weit verbreitet sind, zumindest in bestimmten Bereichen. Auf der einen Seite haben wir da beschichtete Verbandstoffe. Die einen kennen zum Beispiel den Stoff des Chitosans oder auch des Kaolins. Chitosan zum Beispiel stammt aus der Familie der Polysaccharide, das ist ein Biopolymer. Oder wir haben das Kaolin, ein weißes Gestein, was sich positiv auf die Blutgerinnung auswirkt.
was also dafür sorgt, dass das Blut besser, also die Blutplättchen besser aneinander gebunden werden. Dann haben wir noch verschiedene Hämostyptika. Auch das sind blutstillende Wirkstoffe, die wir einsetzen können. Das sind alles die Dinge, die wir zum Beispiel in Wundhöhlen direkt einbringen können. Einige von euch kennen zum Beispiel die Calyxbinden oder auch das Quicklot. Was wir noch haben, ist das gute alte Tourniquet. Normalerweise, ich halte es mal so ein bisschen ins Bild, dass man auch den Kontrast sieht. Normalerweise wäre heute so der Abend, an dem wir die alljährliche Tourniquet-Einweisung vornehmen würden. Ich denke, die werden wir auf jeden Fall post-Corona nachholen. Nicht vergessen, das Ganze ist ein Medizinprodukt, ihr müsst eingewiesen sein, um es anwenden zu können. Aber hiermit sind wir in der Lage, auch die kritischen Blutungen an den Extremitäten abzubinden. Was jahrelang ein No-Go im Ersthilfekurs war, ist mittlerweile wieder State of the Art. Dann haben wir aber noch unsere altbewährten Methoden und Techniken, die wir so einsetzen können. Da haben wir zum Beispiel den Druckverband. Klassiker aus dem Erste-Hilfe-Kurs, 8 Stunden lebensrettende Sofortmaßnahmen. Der Druckverband wird von jedem beherrscht, wird von jedem einfach durchgeführt. Das Vorgehen war ganz einfach. Wir halten den Arm hoch, wir drücken ihn ab oder das Bein oder was auch immer verletzt ist. Wir sprechen hier jetzt einfach mal von dem Arm. Halten ihn hoch, drücken ihn ab. Dann gehen wir dazu über, die Wundauflage aufzubringen. Mit dem Verbandpäckchen machen wir 1 bis 2 Wicklungen, dann das Druckpolster drauf und festwickeln. Das ist unser Druckverband, so wie wir ihn kennen. Ich hätte schon fast gesagt, so wie wir ihn lieben. Aber das ist das, was wir bisher gemacht haben. Dazu kommt noch das Wundpacking. Wenn wir eine Blutung in einem Bereich haben, die wir nicht mit dem Druckverband erreichen können, gehen wir über zum Wundpacking. Das bedeutet, wir füllen die Wundhöhle aus mit einem sterilen Verbandstoff oder mit einem sterilen Material. Wir haben dazu verschiedene Materialien. Auf der einen Seite können wir unsere neuen Dinge benutzen, die ich gerade schon mal angesprochen habe, wie zum Beispiel dieses Kaolin oder das Chitosan. Auf der anderen Seite können wir aber auch einfach Verbandstoffe nehmen. Wir können sterile Mullbinden oder Mullkompressen nehmen. Wir können mit Bauchtüchern arbeiten, wer das aus der Klinik kennt, zum Beispiel aus dem OP. Große Tücher, um die Wundhöhle zu stopfen und Druck auszuüben. Das soll dafür sorgen, dass die Blutung einfach zum Stehen kommt. Das sind so unsere klassischen Methoden, wie wir sie immer noch kennen. Jeder von euch wird es vielleicht schon mal irgendwie gehört haben oder im Fernsehen gesehen haben. Jetzt gibt es mal ganz kurz ein kleines Bild dazu. Ja, Nicole schreibt gerade, das Israeli Bandage, auch das ist eine super Ergänzung zum Druckverband beziehungsweise eine andere Art, den Druckverband anzulegen. Ich habe leider keins mitgebracht, um es euch zu zeigen. Das Israeli Bandage funktioniert in dem Konzept, dass bereits ein Druckpolster eingebracht ist, dass ein kleiner Bügel auf dem Verband, wo der Verband einfach einmal gegengeschlagen wird und festgezogen wird. Das Ganze gibt es auch in der zivilen Version, da heißt es der Notverband. Seit 2016 wird nicht mehr abgedrückt, lese ich gerade aus der Regie, beziehungsweise aus einem Zuschauerkommentar. Wer das Abdrücken beherrscht, also wer sich sicher sein kann, dass er in der Lage ist, das Gefäß so abzudrücken, komprimieren, bis der Druckverband angelegt ist, der sollte das auch durchaus tun. Das Problem ist, warum es in der breiten Ausbildung nicht mehr angewandt wird, ist einfach der Punkt, dass viele Laien, die wenig mit Anatomie zu tun hatten bisher, Schwierigkeiten haben, den richtigen Druckpunkt zu finden. Wir als Rotes Kreuz oder gerade die Kollegen, die auch im Sanitätsdienst viel unterwegs sind, wir haben ja auch Kollegen, die sind Notfallsanitäter, wir haben Ärzte dabei, die sind durchaus in der Lage, auch ein Gefäß gegen den Knochen abzudrücken. Das ist nicht immer ganz einfach, es verschafft uns aber durchaus ein gewisses Zeitpolster, was wir nutzen können, bis der Druckverband angelegt ist. Aber es stimmt, in der breiten Ausbildung ist es so nicht mehr Standard. Hier mal als kleine Grafik, ich muss auf die rechte Seite gucken, für mich ist es da. Seht ihr einmal den Menschen abgebildet in einer schematischen Darstellung. Ihr seht die roten Punkte an den Extremitäten. Hier sind die Punkte, wo wir ein Tourniquet anbringen können. Ich habe es ja gerade schon mal gezeigt, das kann ich nicht überall nutzen. Dementsprechend an den Extremitäten. Woanders ist es nicht indiziert und wird es nicht funktionieren. Alle Punkte, alle Übergänge, Pack the Junctions heißt es hier, Woundpacking in den Übergängen. Das heißt, am Hals, in der Leiste oder in den Achseln kann ich auch mit dem Tourniquet und dem Druckverband unglaublich schlecht arbeiten. Das ist ein klassischer Punkt, wo wir hingehen können und wo wir dann mit dem Packing von Wunden einfach arbeiten können. Wo wir uns Verbandstoffe nehmen, sterile, und hier die Wunde austamponieren und einfach großen Druck ausüben, bis wir in der Klinik sind. Das ist das Beste, was wir unter Umständen unseren Patienten anbieten können. Gott sei Dank, und das muss man dazu sagen, sind das alles Ereignisse und Szenarien, die uns nur sehr, sehr selten ereilen. Also kritische Blutungen sind in ihrer Zahl doch relativ selten. Und das soll auch so bleiben. Der grüne Bereich Seal the Box bezeichnet so ein bisschen das Anbringen des Chest Seals. Das ist dieses große Thoraxpflaster, was dafür sorgen soll, dass offene Thoraxverletzungen nicht weiter mit Luft gefüllt werden oder mit Blut bzw. mit Luft gefüllt werden, ja, um dann diesen Ventilmechanismus aufrechtzuerhalten.
Deswegen ist es hiermit aufgeführt, Seal the Box. Das Ganze stammt von rescuescience.org, die das freundlicherweise zur Verfügung stellen. Und das dient so ein bisschen als schematische Darstellung. Wo kann ich ein Tourniquet einsetzen? Wo muss ich packen? Zum Tourniquet muss man noch dazu sagen, bevor ich es vergesse, es gibt da zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Wer das vielleicht kennt und im militärischen Kontext schon mal gesehen hat, im Militär verfolgen wir den Grundsatz High and Tight. Das heißt, wir bringen das Tourniquet so weit oben an der Extremität, am Arm oder am Bein an wie möglich. Das soll einfach die Anwendersicherheit erhöhen, da wir beim Militär unter bestimmten Voraussetzungen arbeiten. Das heißt, wir arbeiten unter großem Stress, unter Umständen unter Beschuss oder bei schlechtem Wetter, schlechter Sicht, nachts unter Nachtlichtvoraussetzungen, Nachtsichtvoraussetzungen. Für den zivilen Anwender, also für alles, was wir in Deutschland machen, was nicht unter stärkster Bedrohung stattfindet, legen wir das Tourniquet etwa eine Handbreit oder 5 cm oberhalb der Verletzung an. Vorsichtig aber bitte, nicht auf Gelenken. Das heißt, nicht auf dem Knie, nicht auf dem Ellbogen. Hier kann keine adäquate Kompression stattfinden. Das nochmal, um das zu ergänzen. Wir haben noch ein paar erweiterte Optionen, den Patienten zu therapieren. Beziehungsweise es gibt noch ein paar erweiterte Optionen. Ob wir die haben, sei dahingestellt. Auf der einen Seite gibt es den Einsatz von Tranexamsäure oder Cyclocapron als Medikament. Ist in Ampullenform vorgehalten, in der Regel auf den NEF in der Stadt. Dieses hemmt die Auflösung von Blutgerinnseln und fördert so unsere Blutgerinnung. Hat mittlerweile seinen festen Standard in der Traumatherapie. Cyclocapron, 1 Gramm, wird in der Regel gegeben als Kurzinfusion über 10 bis 15 Minuten. Und was dazu kommt, ist zu guter Letzt einfach die chirurgische Versorgung. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Patient so schnell wie möglich in eine Klinik kommt. Denn die Versorgung, die wir draußen leisten können, wird dieses Problem nicht beheben. Wir müssen also unter Voranmeldung nach Möglichkeit so schnell wir können in eine geeignete Klinik fahren. Was danach kommt? Wir haben uns jetzt lange mit dem Stillen von Blutungen beschäftigt, wir dürfen aber nicht aus den Augen verlieren, dass wir noch das andere C haben. Und zwar das für Zirkulation stehende. Was wird passieren mit einem Patienten, der eine große Anzahl Blut verloren hat oder eine große Menge Blut verloren hat? Er wird unter Umständen einen Volumenmangelschock bekommen. Der Volumenmangelschock ist gekennzeichnet durch den niedrigen Blutdruck, die Hypotonie. Das ist klar, wenn natürlich weniger Blut zur Verfügung steht, fällt auch der Blutdruck ab. Auf der anderen Seite wird das Herz versuchen, das Ganze zu kompensieren. Also wird es schneller schlagen, bei weniger verfügbarem Schlagvolumen. Das ist die Herzfrequenzanhebung oder die Anhebung des Pulses, die Tachykardie. Blässe und Kaltschweißigkeit oder Benommenheit, Verwirrtheit des Patienten sind ganz typische Symptome, wie wir sie kennen, aus der Schocktherapie. Jetzt müssen wir übergehen und müssen den Schock bekämpfen. Dazu gibt es zwei Optionen. Auf der einen Seite haben wir die stillbaren Blutungen, die wir mit dem Druckverband, dem Tourniquet und anderen Maßnahmen gut in den Griff bekommen haben. Oder wir haben die unstillbaren Blutungen. Schauen wir zuerst auf die stillbaren Blutungen. Hier ganz klar die Flach- oder Schocklagerung, je nachdem, was indiziert ist, ob der Patient das durchaus mitmacht und durchaus toleriert. Denkt immer daran, so ein Patient kann auch durchaus andere Verletzungen haben, was die Flachlagerung oder die Schocklagerung verhindert. Deswegen steht beides da und ist recht allgemein gehalten. Auf der anderen Seite wollen wir Volumen geben, sofern wir dazu in der Lage sind. Im Sanitätsdienst haben wir die Möglichkeit, dass der erfahrene Kollege, der Arzt oder der Notfallsanitäter dazukommt, dass wir einen peripher-venösen Zugang anlegen und dass wir Volumen geben. Das Ziel ist etwa 20 ml pro Kilogramm Körpergewicht über die Vene, bis wir einen Zieldruck von etwa 120 ml systolisch erreicht haben. Das ist der obere Blutdruckwert, den wir dann von Hand messen. Das ist in etwa eine sogenannte Normotension, also bis der Blutdruck sich wieder in einem normalen Spektrum bewegt. Das ist unser Zieldruck bei stillbaren Blutungen. Wenn wir es zu tun bekommen mit einer unstillbaren Blutung, das heißt, wir sind mit den Möglichkeiten, die wir zur Hand haben, nicht in der Lage, diese Blutung zu stillen, verändert sich ein bisschen was. Die Flach- oder Schocklagerung bleibt völlig gleich, völlig klar, das machen wir weiterhin. Die Volumengabe bleibt auch weiterhin, allerdings ändert sich unser Ziel. Wir versuchen hier einen Zieldruck von etwa 90 mm Quecksilbersäule systolisch zu erreichen. Auch hier wieder der oben gemessene Blutdruck, der obere Wert. Dieses Konzept bezeichnet man als permissive Hypotension. Ihr seht es hier in der Präsentation, ihr könnt es nachlesen, könnt es euch nochmal googeln, wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt. Das Konzept dahinter sieht vor, dass wir versuchen, den Druck so niedrig zu halten, dass noch genug Sauerstoff und genug Nährstoff und Blut im Kopf ankommen, aber die Blutungsquelle und die Blutung an sich nicht noch vergrößert wird. Also streben wir einen ausreichenden Druck an, der uns über die Schwelle bringt, aber der es nicht übertreibt. Das ist das Konzept der permissiven Hypotension. Etwa ein Druck von 90 mmHg systolisch bei unstillbaren Blutungen.
Was wir auch nicht vergessen dürfen, ein ganz wichtiger Punkt, ist der letzte eigentlich in unserer Abfolge. Und zwar ist das E. Exposure, Environment oder die erweiterte Untersuchung. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Patient auch noch andere Probleme hat. Das heißt, er wird unter Umständen kalt, das heißt, er kühlt aus, er wird frieren und er hat Schmerzen. Besonders wichtig ist einfach der Punkt, dass der Patient friert. Dazu hier nochmal zwei, drei kleine Punkte. Die Hypothermie, also die Unterkühlung des Patienten, und die Hypovolemie, das heißt der Volumenmangel, führen zu diversen Problemen. Probleme, die das Outcome des Patienten, also die Überlebenswahrscheinlichkeit des Patienten und die Qualität des Überlebens deutlich verschlechtern. Das heißt, durch die Kälte und durch den Verlust von so viel Blutvolumen wird es dazu kommen, dass die Stoffwechsel- und Organfunktionen wahrscheinlich abnehmen. Die Sauerstoffverfügbarkeit im Gewebe nimmt drastisch ab. Der Patient wird unter Umständen bewusstseinseingetrübt und macht uns damit noch weitere Baustellen auf, die wir vorher noch gar nicht hatten. Und die Funktionsfähigkeit der Thrombozyten, also der Blutplättchen, nimmt auch drastisch ab. Das heißt, das Blut kann nicht mehr so gut gerinnen wie vorher. Was dazu führt, dass der Patient einfach schneller und besser blutet. Das ist nichts, was wir erreichen wollen. Ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass der Patient weniger blutet. Deswegen ist dieser Punkt Wärmeerhalt umso wichtiger. Denkt bitte daran, wer es von euch schon mal ausprobiert hat, wie man draußen friert und die Rettungsdecke selber schon mal ausprobiert hat. Die Rettungsdecke muss dicht an den Körper, die Rettungsdecke muss die Körperwärme reflektieren, das ist ganz, ganz wichtig. Wir können natürlich die Rettungsdecke immer über den Patienten legen, das wird aber auf Dauer den Patienten nicht wirklich warm halten. Nah an den Körper, weg vom Boden, rein ins Auto, vorgewärmte Infusion. Wir müssen dafür sorgen, dass der Patient warm bleibt. Das soll eigentlich meine Ausführung auch schon beenden, deutlich schneller als geplant. Aber vielleicht sind da noch Fragen, während ich meine Take-Home-Message formuliere. Ich möchte, dass ihr mitnehmt heute Abend. Sollte es dazu kommen, dass der Patient gefährlich blutet, stillt die gefährlichen Blutungen mit allem, was wir zur Verfügung haben. Nutzt das Material, was wir mitnehmen, was wir an der Hand haben, was ihr im Verbandkasten habt. Erhaltet den Kreislauf, kümmert euch um eine angemessene Schocklagerung. Schaut, dass der Patient zügig dem Rettungsdienst zugeführt wird, in die Klinik kommt, dass wir unter Umständen Infusionen geben können. Und haltet den Patienten warm. Wir müssen dafür sorgen, dass der Patient zwingend warm bleibt. Die drei Botschaften sind die, die wirklich wichtig sind, die ich euch heute mit auf den Weg geben will. Haltet den Kreislauf und haltet den Patienten warm. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.